Einen wunderschönen Willkommen bei Game Buddy. Wir spielen heute weiter. Ich will endlich die Story weiter beenden. Wir haben jetzt schon Thor beim letzten Mal gesehen, spielen können. Aber ich darf nicht aufgeben. Und ich will ihn als Charakter fest haben. Ich will seine Fähigkeiten analysieren. So, da wir jetzt aber den Gleiter hier mal an der Entschuldigt bitte, ich habe gerade einen Kloß im Hals. Thor hat sich jetzt, nein, nicht Thor, entschuldigt bitte. Iron Man hat sich jetzt mit Hulk angelegt, deswegen hier dieses dicke, fette Loch. Mal schauen, was jetzt noch alles kaputt ist. Beziehungsweise was wir hier dann noch machen müssen. Wow, es ist so leer. Was? Gerade als die Chimera wieder zum Leben erwachte. Wie schaffen... Was? Wieso schwebt denn hier einfach der Kopf von Iron Man? Okay. Und das, wobei Iron Man beim letzten Video einfach mal abgedüst ist hier mit Hulk. Okay. Kann man machen. Jarvis, warum geht die nicht auf? Es tut mir leid, Miss Khan. Die Notabriegelung ist noch aktiv. Ohne Mr. Stark kann ich den Normalzustand nicht herbeiführen. Na gut, dann können wir erstmal gucken, was offen ist. Allein hier bin. Mann, hör auf zu weinen. Also das ist das Einzige, was mir wirklich ein bisschen auf die Nerven geht bei ihr. Storytechnisch jetzt. Die ist am Rumheulen ohne Ende. Also es ist ein bisschen nervig. Ansonsten finde ich das Spiel extrem gut. Bislang. Aber es... Ich hoffe wirklich ernsthaft, dass wir mehr Inhalt noch bekommen. Wow. Sogar die Shield-Leute sind weg. Vielleicht dachten sie, Hulk macht hier alles kaputt. Ja, wenn Hulk ausrastet in so einer Blechdose, wo du weiß nicht wie viele Kilometer über dem Boden rumschwebst, dann möchte ich aber auch nicht da sein. Jarvis, gibt es eine Aufnahme von Bruce Verhör mit Monica? Natürlich, Miss. Sie können sie sich im Verhörvorraum ansehen. Wenn Sie erlauben, Miss Khan, was wollen Sie in den Verhöraufnahmen finden? Ich weiß nicht. Irgendwas muss es geben. Vielleicht ein Fehler von ihr. Ja, sie wird sich schon versprochen haben. AIM ist der wahre Feind. Warum sehen Bruce und Tony das nicht? Nichts für ungut, Jarvis. Aber ich wünschte, es wäre eine weitere Person an Bord. Kein Problem, Miss Khan. Ach, wir haben da unten jetzt ein Loch drin. Lass uns erstmal da reingehen. Beziehungsweise da sollen wir eigentlich rein. Nee, dann gucken wir erstmal hier. Hier haben sie rausgeholt. Verbeult. Bruce war ziemlich wütend. Ja, aber Bruce neigt auch zu Wutausbrüchen. Das ist halt nicht gut. Manchmal muss man halt auch einfach einen klaren Kopf bewahren. So, schauen wir mal im Verhörraum. Und spielen wir nochmal ab, was sie gesagt hat. Aber ich denke, sie wird unfreiwillig verraten haben, wo die Basis eigentlich ist. Vom Verhör. Da drin muss irgendwo ein Hinweis sein. Lass mich raten. Ihr plant ein großes Spektakel beim Adeptoid-Start. Komm schon, Monica, gib mir irgendwas. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Die Adeptoids werden starten, Bruce. Ich habe für die Rettung der Welt Opfer gebracht. Oh, das ist sinnlos. Ich würde so gern mit meinem Vater reden. Anruf bei Yusuf Khan. Nein, nein, nicht Jarvis. Ich habe nicht gemeint... Hallo? Ja, ein bisschen, bist du das? Also kannst dich mal ruhig bei deinem Vater melden. Das stimmt schon. Oh, Kamala, wenn du das bist. Ich vermisse dich sehr. Ich bin nicht wütend. Ich will nur, dass du nach Hause kommst.
Es tut mir leid. Ich hätte nie verlangen dürfen, dass du deine Kräfte versteckst. Vielleicht hast du Angst und bist unsicher. Wichtig ist nur, dass du dir immer selbst treu bleibst. Ich hab dich lieb, Peter. Das klingt eigentlich mehr wie eine Ansage, aber nicht wie also eine Ansage vom Band, meine ich jetzt, als ein Anruf direkt. Die Adaptoids werden starten. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst... Stell die Erde auf den Kopf. Stell die Erde auf den Kopf. Das ist es. Natürlich, der Satellit. Der Satellit. Was? Falls ihr das Schnarchen im Hintergrund hören sollte, das ist mein Hund. Der geht gerade gut ab. Ich habe einen Hinweis gefunden. Das dürfte alles defekt sein. Guck dir mal das Schiff an. Weiß, dass ich's verbockt hab. Oh, jetzt heult die schon wieder. Ich wollte das A-Days so sehr bestrafen und das hat mich blind gemacht. Aber Cap muss für sein Handeln einen guten Grund gehabt haben. Ich weiß es einfach. Die Menschen glauben an die Avengers. Nicht wegen eurer coolen Kräfte, sondern es ist egal, wie brenzlig es wird und wie uneinig ihr euch seid. Ihr findet wieder zueinander. Versteht ihr das nicht? Eure Unterschiede sind eure größte Superkraft. Ich war nur eine Außenseiterin aus Jersey. Ich gehörte nicht dazu. Aber ihr habt erkannt, wer ich wirklich bin. Ihr habt mich akzeptiert. Ja, bislang bist du nur am Heulen. Da draußen ist immer noch ein Bösewicht, der der Welt schaden will. Und nur wir können ihn aufhalten. Gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Ja. Können wir jetzt weitermachen? Was? Wo hat er die Jacke her? Was? Tut mir leid. Das hätte ich nicht sagen sollen. Schon klar. Wo hat er die Jacke so schnell her? Jetzt mal ernsthaft. Höhenluft, trockene Augen. Also, ich bin nicht gut in... Es tut mir leid. Also, mir auch. Schon gut. Ja. Also, du hast einen Hinweis? Ja, aus dem Verhör. Hör zu. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Okay. Monika hat recht. Das Labor ist nicht auf der Erde. Ich verstehe das nicht. Okay, als ich gefangen genommen wurde, hatten Monika und Talton einen schlimmen Streit. Talton musste den Raum verlassen. Und dann hat Monika die Koordinaten eines Satelliten namens Ambrosia aufgerufen. Ambrosia? Das war ein biomedizinisches Forschungsprojekt von SHIELD. AIM muss es von ihnen übernommen haben. Ein ziemlich gutes Versteck für Beweise von Experimenten an Inhumans, oder? Na wohl wahr. Wenn man Inhumans auf Zellebene studieren will, dann wäre Schwerelosigkeit der perfekte Zustand. Gut gemacht. Also, okay. Ab da nach oben.
Nochmal Ausrüstung kurz anpassen hier. Zack. Wir haben. Wann haben wir denn die bekommen? Das gefällt mir. Ich weiß zwar nicht, wann ich die bekommen habe, aber ich sag auch nicht nein dazu. Gebe ich ehrlich zu. Na gut. So, verlegen wir mal Fähigkeiten. Wir haben Fähigkeiten. Nee, da will ich mal bei Spezialisierung schauen. Erhöht die maximale verfügbare intrinsische überladene Energie um 10%. Was aber nicht so verkehrt ist. Oh, okay. Wir könnten hier sogar Teammates damit wiedererwecken. Sofort. Das ist geil. Zugegeben, das ist geil. Haben wir hier noch was wir brauchen wirklich? Na, eigentlich nicht. Okay. Ja, der Laser klingt zwar ganz nett. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich werde den Laser nicht wirklich häufig einsetzen. Hier müssen wir noch ein bisschen für arbeiten. Ja. Jetzt ist die Frage. Wollen wir hier die Ionenbatterie nehmen? Die Aktivierung von Energieimpuls verstärkt intrinsische Energie um 15%. Alter, das ist aber auch ganz gut. Das Schild ist auch fantastisch. Digga. Der hat echt geile Fähigkeiten. Das muss ich mal echt lassen. Schwierig, schwierig, schwierig. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wisst ihr was? Doch. Wir gehen mal in Richtung Wiederbewecken. Falls wir es brauchen. Aber wie kommen wir dahin? Projekt Starboost. Das kann nicht schaden. Haben Sie das nicht abgebrochen, weil Sie nicht genügend Beschleunigung in den Hilfstriebwerken? Ja, ja, langweile uns nicht mit Einzelheiten. Das war bevor ich Kontakt zum Ameisenknilch hatte. Jarvis, ruf Pym an. Wir müssen einen Weg finden, zu diesem Weltraumlabor zu kommen. Und er ist der Einzige, der helfen kann. Okidoki. Achso, na, wir müssen ihn auch anrufen. So, das nächste wäre dann hier. Boah, nimm mal. Hauen wir den auf die Fresse. Hey, Tom. Bitte lass es ein Höflichkeitsbesuch sein. Ja, ich bitte dich höflich um einige deiner PIM-Partikel. Ich muss einen Beschleuniger schrumpfen. Dann musst du deine Hochsicherheitsanlage von AIM einbrechen. Sagt dir Meridian was? Es wird sehr schwierig. Ach, kein Thema. Machen wir. Das wird kein Spaziergang werden. Widow? Ich muss sagen, du hältst tolle Ansprachen, wenn du sauer bist. Okay, Matt. Wir waren Idioten. Es ist zwar schön, wenn du dich so windest, aber wir haben Arbeit. Na los, ich kann uns nach Meridian bringen. Uns? Wir sitzen im selben Boot, oder? Wieso wir? Und haben keine Zeit. Aber wie willst du uns denn hier, oder willst du uns von dort abholen? Kann ja sein. Wir gucken mal, was wir bei der Heldenauswahl haben. Vermaledeit. Ich
dachte, wir könnten Thor, aber Thor ist ja noch nicht offiziell dem Team beigetreten. Also von daher, ja Leute, wie sieht's aus? Wollen wir mal eine Runde Hulk spielen? Obwohl ich mich irgendwie in den Iron Man verliebt habe. Nee, wir machen das so. Das ist schon sehr stimmig. Wir machen das so. Iron Man ist momentan so ein bisschen mein Liebling. Kann ich auch nur als Tipp geben, versteift euch erstmal so ein bisschen auf einen Helden. Damit ihr einen erstmal ein bisschen hoch bekommt. Sie können die Partikel nicht einsetzen. Sie werden sie aber gut beschützen. Okay, es gibt nicht viele Wege nach Meridian. Das halte ich persönlich als sinnvoll. Ihr könnt natürlich auch durchweg durchtauschen. Das könnte auch. Wir schauen nochmal kurz, ob wir was haben. In der Sammlung haben wir ja doch ein bisschen was gefunden, aber gut, das brauchen wir uns jetzt eigentlich so nicht durchblättern, denn schlussendlich die Boni kriegen wir eh. Alter, also ein bisschen was wir entdecken müssen. Heißt es, die Plätze fehlen noch oder? Also ich gehe mal schwer davon aus. Also wie es aussieht, kriegen wir wohl doch nicht alles hin. Mit einer Tour. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir doch relativ am Ende sind. Der Ameisenhügel auf. AIM kann unsere Position bestimmen. Ihr müsst euch beeilen. Weil Thor dürfte jetzt demnächst beitreten, dann fehlt ja nur noch Captain America. Ich mag es laut und direkt. Und dann gehe ich davon aus, werden wir auch den Endboss legen. Was in dem Fall dieser Brainiac sein wird. Also nicht die Figur Brainiac, nicht falsch verstehen. Lade Koordinaten des Eingangs der Hyperschaltkreisstation hoch. Brechen wir auf. Come on. Wie viele super geheime Fort. Hä? Wieso denn schon wieder hochwertige, bessere Ausrüstung? Mann, Junge. Also ganz ehrlich, das ist eine Sache, die geht mir auf den Sack. Zu viele. Aber Meridian ist die wichtigste. Neben New York. Da gucke ich auch nochmal jetzt beim nächsten Mal, wenn ich, gerade miteinander zocken, gucke ich nochmal nach, wie man das ausmacht. Und ob man es überhaupt ausmachen kann. So, da hinten wären zwei. Da wollen wir auch erstmal hin. Wenn es nach mir geht. Ich vergesse immer, dass wir hier dann L3 drücken müssen. Also L3 stoppt ihn hier. Bei X hören wir auf zu fliegen. Bist du nervös mit Pimps Partikel-Tech an deiner Rüstung? Was? Hank ist klug, aber seine Pimp-Partikel sind bestenfalls instabil. Wenn er es hinkriegt, dürften sie genau das sein, was wir brauchen. Hoffen wir auf ein Wunder. Ihr wisst, dass ich euch höre, oder? Oh Mist, ne? Schon wieder. Kanal wechseln. Wow. Gute Nacht, Schätzchen. Alter. Was stimmt nicht mit dir? Down, mein Hübscher. Meine KI hätte das auch geschafft. Nächstes Mal mache ich ein Nickerchen. Dieser hochnäsige kleine Sack. So, was sind wir denn hier hinten? Der Ausrüstungsbunker in der Nähe steht uns offen, wenn wir seine Energieknoten abschalten. Ja, aber erstmal machen wir die hier platt. Das nenne ich eine Party. Boom. Boom. Oh, Rakete. Gib ihm raus. Komm, wir geben dir mal ein bisschen Hilfe. Zack. Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Boah. Boah.
Leute, da ist noch einer. Kombo. Aber. Aua. Da oben scheint noch ein paar zu sein. Naja, oder auch nicht mehr. So, dann nehmen wir mal die hier alle auseinander. Weil die Geschütze sind recht hartnäckig und eklig. Ein Resistance-Verbündeter ist in der Nähe und könnte Hilfe gebrauchen. Kaboom! Oh. Ich wollte gerade sagen. Come on, baby. Ja, dich wollen wir haben. War es halt so. Geht mir nämlich langsam, aber sicher auf den Sack. So, da ist noch einer. Aua! Der wirklich Schaden austeilt. Kaboom! Dann jetzt. So. Alter. Aber ist doch wirklich anspruchsvoller als ich dachte, meine Lieben. Kaboom. So, da oben haben wir eine Kiste. Ah, okay. Wir suchen aber erstmal die anderen. Also einen Schlüssel haben wir jetzt gerade schon gesehen. Hier kommen wir so ohne weiteres nicht durch. So, was ist eigentlich mit dem hier? Zack. Okay, ich merke schon. Aua! Komm on, lass uns den verprügeln. So, jetzt greifen wir den da direkt an. Kaboom. Was? Die kann ja getroffen werden von mir und gleichzeitig trotzdem noch schießen können. Wie geht das? AIM-Einheiten auf dem Radar. Wie kann das sein? So, da ist doch einer. Hä? Also wir haben die zwei auf jeden Fall. Das werden aber nicht die einzigen sein, wie ich vermute.
Interessant. Wo sind die anderen? Ach, da. Da ist noch einer. Da. Da. Wow. Dann müssen wir es halt so machen. Dann geht das nicht anders. Wo ist der jetzt wieder? So, jetzt aber. Gute Nacht, Schätzchen. Alter, der macht aber auch guten Schaden. Gib ihm! Feind gesichtet! Wo? Feind rückt an! Da! Dann so, mein lieber Friends. Achtung, wir haben Gesellschaft! Du kommst mir hier nicht weg. Das verspreche ich dir. So, der müsste auf der Seite gewesen sein, genau. Lokales Sicherheitssystem soeben deaktiviert. Gut gemacht. War das die untere Tür? Ich glaube ja. Perfekt. Ja, da oben kommen wir natürlich wieder nicht ran. Vielen Dank für eure Hilfe, Avengers. Sehr. Da wäre natürlich der Große jetzt besser gewesen, wenn ich den gespielt hätte. Weil ich weiß nicht, wie gesagt, wenn ihr das wisst, wenn ihr mir sagen könnt, wie ich mit Iron Man durch so eine Tür komme. Da kommen einige unfreundliche Gestalten. Würde ich mich freuen. Also, aber wie gesagt, ich komme da nicht durch. Ich wüsste nicht wie. Hä? Hier war doch gerade eben noch einer. Mann, ich will die Truhe haben. Ist ja gut, wir kommen jetzt zu euch. Boah. Ja, ich bin da ausgewichen. Nicht hersehen. Der Typ steht nicht mehr auf. Der kann perfekt hier durchfliegen und einfach mal. Einfach AOE-Schaden spam. Black Widow, ich helfe dir. Damn. Welche ist er? Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich da trotzdem rein will. Mann, ich will hier rein. Ich verstehe nicht, warum ich da nicht reinkomme. Ich möchte jetzt auch nicht ausprobieren, ob ich den Halbbuster dafür brauche. Wäre jetzt die andere Alternative. Ja, nimm. Digga, nimm. Kann in dem Falle jetzt nicht schaden. Na, da haben wir zwei Fähigkeiten. Leute.
Aber Verteidigung nochmal 3%. Ich will das hier unten endlich haben, aber dafür brauchen wir Stufe 15. Also braucht doch noch ein bisschen. Aber an der Stelle beenden wir das Video erstmal für heute. Und würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal wiedersehe. Bis dann, meine lieben Friends. Tschüss.